Hey, ja, hier ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Burnout Legends, zur Fortsetzung der World Tour, wo wir uns weiterhin im Rahmen der Quest-Serie befinden, beim letzten Mal in Gold City. Mal wieder für eine Verkehrschaos auf dem Highway, auf Stadt-Highway gesorgt haben. Und ja, da haben wir eine Goldmedaille als Belohnung erhalten, deswegen können wir weitermachen. Ja, dem war letzte Woche auch knapp erkämpft, muss man sagen. Haben wir Glück gehabt noch am Ende, aber haben wir gekriegt. Deswegen geht es trotzdem weiter mit der nächsten Questkreuzung. Und zwar geht es mal wieder in die USA. Und zwar nach Silver Lake haben wir jetzt was. Und zwar machen wir diesmal Pick up the pieces. So, los geht's. Die Reste einsammeln. Mal gucken, was übrig bleibt, ne? Mal gucken, was übrig bleibt, nachdem wir da einmal zugeschlagen haben. So, wir fahren mit diesem Auto. Wir haben dort einen Booster und eine Sprungschanze. Und zwar die vordere, die rechte müssen wir nehmen und dann darüber springen und dann rein in die Kreuzung. Wie schon mindestens zweimal zuvor. Ja. Zweimal die gleiche hatten wir hier schon. Nur halt anders aufgebaut. Wir haben hier auch ganz recht geringe Bedingungen, muss man sagen. Klar, Bronze ist natürlich hoch. 100.000 Questdollar müssen es dafür sein. 200.000, das Doppelte davon, also gibt Silber bereits. Und nicht mal das Doppelte davon, nämlich 350.000 Questdollar, brauchen wir nur für Gold. Das ist nicht viel, ne, eigentlich. Also haben wir gute Chancen, würde ich sagen. Dazu gibt es auch einen Questbreaker, der ist aktivierbar, auch nachdem man 12 Wracks gesagt hat. Und würde sagen, ja, los geht's, ne, los geht das. So. Und auf die Force Boost rein und dann. Oh. Jawohl. Und können nochmal, wir sind bis dahin geflogen und können nochmal den Questbreaker benutzen. Und noch mehr Schaden verursachen. Ah! Ja, das sollte kein Problem darstellen. Haben wir auch nicht aufgeräumt. 184.000. Das reicht auf jeden Fall. 409.000 haben wir Gold gewonnen. So schnell kann es gehen. Ja, so schnell geht es manchmal. Ne? So schnell kann es gehen in diesem Spiel. Da haben wir schon wieder eine Goldmedaille in unserer Quest. War auch nicht so nicht schwer, muss man auch mal dazu sagen. Das Spiel hat keine wirklich einheitliche Spielkatzkurve. Ja, zwei neue Events freigeschaltet, einen neuen Rekord aufgestellt und 27 total Schäden verursacht. Mehr als doppelt höher zwar brauchten. Ja, da kommen wir immerhin auf 42 Millionen. Ja, 50 Millionen müssen wir noch schaffen. Alle Autos haben auf diesem Weg wahrscheinlich nicht freischalten. Aber ist dann halt so. Aber wir haben ja eh noch hinterher in den Bonusfolgen. Haben wir eh alles. Deswegen. Alles gut. Und ja, das war's schon wieder mit der Questkreuzung. Mit der Questfolge hier. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Denkt wie immer in die Kommentare und an die Bewertung und an die Glocke. Damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, um konstant zu bleiben. Ihr könnt beitreten im Discord-Server zum Quatschen, Kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt und viel, viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.